Willkommen zu diesem KDE Tipps und Tricks Screencast und ich möchte euch zeigen, diesmal, wie ihr euer KDE 4 in ein KDE 3 verwandeln könnt. Ich habe das bereits hier gemacht und ich möchte euch jetzt zeigen, was ihr machen müsst, wo ihr die Einstellungen findet, um eben ein KDE 4 zu einem KDE 3 zu machen. Also zumindest vom Aussehen und ein bisschen was auch vom Speed her. Zum einen gibt es die Möglichkeit, das Kickoff-Menü umzuschalten, indem ihr einen Rechtsklick macht und dann einfach sagt, zum klassischen Menü wechseln. Das habe ich schon mal gemacht, dann kriegt ihr dieses Menü angezeigt, das euch ermöglicht halt eben, ja, Programme ganz normal zu starten, wie man es von KDE 3 her kennt. Es gibt auch Einstellungen, die man tätigen kann. So kann man zum Beispiel den Verlauf ein- und ausstellen. Man kann bestimmte Optionen wie den Rechner einblenden lassen, was sehr nützlich ist. Dann kann man direkt auf seine Datenträger zugreifen. Man hat die Möglichkeit, hier auch nur die Beschreibung anzuzeigen für eben die Programme hier. Oder man kann auch umstellen zu Beschreibung und Namen. Und dann werden einem Beschreibung und Name angezeigt. Den Verlauf der Programme lässt sich hier auch einstellen. Wie viele Programme sollen im Verlauf gespeichert werden? In dem Fall habe ich hier 5 eingestellt. Desktop-Symbole habe ich auch eingerichtet, sind bei Neptun standardmäßig dabei. Rechtsklick, Einstellungen, dort unter Ansicht das Layout Ordneransicht auswählen. Standardmäßig ist hier Arbeitsfläche ausgewählt. Die Arbeitsfläche, den Ort, lässt sich auch einstellen. Einfach hier auf Ort klicken, dann kann man einstellen, Arbeitsfläche und so weiter und so fort. Ihr werdet auch gemerkt haben, dass ich ein anderes Theme habe. Das könnt ihr in den Systemeinstellungen finden. Systemeinstellungen, dort unter Erscheinungsbild von Anwendungen habt ihr die Möglichkeit, beim Stil der Elemente auf Plastik einzustellen, das Ganze. Dann läuft das Ganze schon mal viel, viel schneller, weil dieser Plastik, dieses Plastikstil, der braucht viel, viel weniger Speicher. Unter Feineinstellungen habt ihr die Möglichkeit, niedrige Bildschirmauflösung und langsamere Prozesse auszuwählen. Das ermöglicht euch und gibt euch noch mehr Speed. Unter Symbole habt ihr die Möglichkeit, noch ein neues Symboldesign runterzuladen. Dort gibt es ein Crystal Design, was ihr euch herunterladen könnt, das dann ähnlich wie KDE 3 aussieht. Dann habt ihr die Möglichkeit, unter Erscheinungsbild der Arbeitsfläche den Rahmen, die Fensterdekoration einzustellen. Ich habe das mal auf Plastik gestellt, das kriegt schon ein besseres KDE 3-Feeling dann. Ihr könnt das Zeigerdesign einstellen, indem ihr einfach auf KDE Classic geht. Das sollte standardmäßig bei jeder KDE Distro dabei sein. Außerdem könnt ihr natürlich den Startbildschirm auch noch ändern, könnt dann da ein Simple auswählen oder Simple Small, das sieht dann schon eher aus wie KDE 3 oder eben gar keinen auswählen, falls ihr keinen haben wollt. Außerdem könnt ihr natürlich noch hier weitere runterladen, dort gibt es sicherlich auch einen, der so ein bisschen mehr an KDE 3 erinnert. Dann empfehle ich euch auch noch, die Arbeitsflächeneffekte abzuschalten, standardmäßig bei Neptun wieder der Fall, sind gar nicht eingestellt, und die Desktop-Suche abzuschalten, standardmäßig ist Nepomuk und Strigi gar nicht aktiviert bei Neptun. Dann gibt es noch die Möglichkeit, bei Standardkomponenten den Dateimanager auf Conqueror zu setzen, das habe ich hier auch gemacht, und schon öffnet sich ein, ja, Favorit, ein Ordner, ein persönlicher Ordner zum Beispiel, im Dateimanager Conqueror. Und ihr seht, das sieht schon viel, viel mehr nach KDE 3 aus als nach KDE 4. Könnt ihr auch die verschiedenen Sachen in der Baumansicht wieder ändern, wie ihr es halt haben wollt. Könnt auch diese Dolphin-Ansicht auswählen oder andere Systemdienste, Netzwerk, also wie gehabt, wie bei KDE 3 auch. Das ganze System läuft recht nett und recht schnell in dieser Konfiguration und man kann damit wirklich sehr, sehr gut arbeiten. Also alle KDE 3-Nutzer, die ja eher von KDE 4 ein bisschen, ja, abgeschreckt werden, die können halt mit dieser Einstellung tatsächlich ein flottes KDE 4-System ausprobieren, aufbauen und dann damit arbeiten. Einen kleinen Tipp möchte ich noch geben für die Leute, die die Benachrichtigungen und das, der Dateikopieren-Dialog oder sowas, den sie so ein bisschen vermissen. Der wird ja in den Benachrichtigungen angezeigt. Die können hier einfach in Benachrichtigungen, in die Einstellungen reingehen und dort das Häkchen aus Dateiübertragung und andere Aufgaben machen. Und schon werden Dateiübertragungen, Kopierdialoge auch wieder als einzelner Dialog angezeigt. Das also so mein kurzer Tuning-Guide oder Tweak-Guide, wie man sein KDE 4 ein bisschen mehr zu einem KDE 3 umwandeln kann. Ihr seht, mit ein paar Klicks hier und da kann man tatsächlich sein System so optimieren, dass man ein KDE 3-ähnliches System